Hallo, wie schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute gehen wir wieder weiter hinein in die Zinsrechnung. Und zwar geht es heute ganz konkret darüber, dass ich mit dir darüber sprechen möchte, wie man den Zinssatz, also dieses P% berechnet. Damit du weißt, ob dieses Video etwas für dich ist, würde ich sagen, schauen wir uns die Aufgabe für heute an, denn ich möchte dir das Ganze natürlich an einer Aufgabe demonstrieren. Die Aufgabe für heute lautet: Frau Jemers hat vor einem Jahr 8.000 Euro auf ihr Konto eingezahlt. Sie hat jetzt 450 Euro Zinsen bekommen. Zu welchem Zinssatz wurde ihr Guthaben verzinst? Wenn du also wissen möchtest, wie man eine solche Aufgabe berechnet, beziehungsweise kannst du natürlich, wenn du irgendwelche andere Zahlen hast, aber denselben Aufbau beziehungsweise dieselbe Fragestellung hast, kannst du natürlich dieses Vorgehen, was ich dir jetzt gleich erklären werde, auf deine Aufgabe sozusagen übertragen, sodass du da auf jeden Fall zum richtigen Ergebnis kommst. Denn hier geht es natürlich darum, dass ich dir die logischen Schritte sozusagen mit auf den Weg geben möchte. Ja, und wenn dich das Ganze interessiert, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich nach dem Intro wieder. So, hier siehst du noch die Größen, die wir aus diesem Text entnehmen konnten. Wir wussten, dass ihr Kapital 8.000 Euro vor einem Jahr betragen hat und dass sie heute 450 Euro Zinsen bekommen hat. Was wir dann konkret suchen, ist dieses P%, das heißt der Prozentsatz, mit dem dieses Kapital sozusagen verzinst wurde. Falls du noch irgendwelche Fragen zu diesen ganzen Wörtern hast, dann schau bitte nochmal in das Video Einführung, Zinsrechnung oder so ähnlich. Ich verlinke das auf jeden Fall in der Infobox nach. Dort habe ich dir nämlich erklärt, was das Kapital ist, was der Zinssatz ist und was die Zinsen sind. Ganz davon ab gehört dieses Video natürlich in die Playlist Zinsrechnung. Dort findest du dann auch alle anderen Berechnungen, die ich schon bis hierhin hochgeladen habe, die noch kommen werden. Allgemein kann man sagen, dass man hierbei eigentlich nach einem gewissen Vorgehen sozusagen vorgeht. Das Erste ist eigentlich, wovon ich ein großer Fan bin, ist, dass man sich diese Formel, die man sich ja gemerkt hat, nach P auflöst. Man löst diese Formel eigentlich immer, egal welcher Kontext, nach dem auf, was gesucht ist. In dem Fall ist das P% gesucht. Das heißt, wir werden uns gleich diese Formel schnappen und nach P auflösen. Wenn wir das dann gemacht haben, dann werden wir diese gegebenen Größen in dieser umgestellten Formel einsetzen. Und dann wird eigentlich nur noch eine Rechnung dastehen, die wir dann ausrechnen können. So. Also, wir schnappen uns jetzt als allererstes einmal die Formel. Also Z ist gleich K, Stift versagt langsam, mal P Hundertstel. Und unser Ziel ist es ja, dass wir diese Formel nach P auflösen, da das P gesucht ist. Das Einfachste ist es erst einmal, diese Formel durch K zu teilen. Denn dann wird jetzt hier diese Malrechnung verschwinden. Achte immer drauf, wenn du eine Gleichung irgendwie nach etwas auflöst und du Termumformung oder Umformung machst, dann musst du das auf beiden Seiten machen. Auf der linken Seite steht dann ja Z durch K. Ich bin kein Fan davon, irgendwie eine Geteiltrechnung hinzuschreiben. Du weißt ja vielleicht, dass ein Bruch nichts anderes als eine Geteiltrechnung ist. Also anstatt Z durch K schreibe ich da jetzt Z Bruchstrich Karte hin. So. Auf der rechten Seite bleibt dann P Hundertstel übrig. Dadurch, dass ich ja nach P auflesen möchte, stören mich jetzt diese Hundertstel. Jetzt nochmal. Ein Bruch steht für eine Geteiltrechnung, das heißt, da steht jetzt P durch 100 und die Gegenrechnung vom Geteiltrechnen ist die Malrechnung, also das Ganze nochmal mal 100. Wenn ich das jetzt also dann hier auf einen Bruch gerne hinschreibe, ich kann mir ja hier natürlich Einzel drunter vorstellen, dann kann ich hier Zähler mal Zähler und Länder mal Länder rechnen, dann bin ich oben bei Z mal 100, Z mal 100 und unten dann ja, bei K mal 1, das ist einfach nur K. Also habe ich jetzt diese Formel offensichtlich nach P aufgelöst und der erste Schritt ist damit abgehakt. Jetzt kann ich meine gegebenen Größen hier einsetzen. Ich kannte die Zinsen und ich kannte das Kapital. Wenn ich jetzt also das Z durch 450 ersetze, bin ich oben bei 450 mal 100 und das Ganze dann nochmal durch mein Kapital, also durch 8.000. So, jetzt würde ich sagen, kürzen wir erst einmal vielleicht die 8.000 mit der 100. Jo, zwei Nullen weg. Wenn du jetzt 450 durch 80 teilst, kannst du vielleicht nochmal eine 0 wegkürzen. 45 durch 8, wenn wir das ausrechnen, entweder schriftlich, falls es dir zu schnell geht, du kannst auch einen Taschenrechner benutzen, dann würdest du auf 5,625, genau, 625 kommen. Naja, Prozent, denn es ist ja ein Prozentsatz. So würden wir jetzt also das P ausrechnen. Wir haben jetzt also die gegebenen Größen eingesetzt. Diesen Ausdruck, den wir dann hatten, haben wir ausgerechnet und konnten dann diese gesuchte Größe bestimmen.
ja, das soll es für heute schon gewesen sein. Wie gesagt, packe ich dieses Video in die Playlist Zinsrechnung. Dort findest du ja schon Beispielrechnungen, wie man das Kapital berechnet, wie man die Zinsen berechnet und so weiter und so fort. Und wenn du noch weitere Videowünsche hast zu diesem oder auch zu einem anderen Thema, dann schreib mir das einfach in die Kommentare und ich werde dann definitiv deine Videowünsche erfüllen. Wenn dir das Video irgendwie geholfen hat, dann würde ich mich natürlich über eine Bewertung total freuen. Das höchste der Gefühle wäre natürlich, wenn du dieses Video irgendwie mit deinen Freunden teilen könntest, sodass ich denen auch in Mathe weiterhelfen kann. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche dir wie immer viel Erfolg beim Lernen.